Oh mein Gott, Leute, wir wurden gerade eben von diesem Teil angegriffen. Wir rennen weg, wir rennen weg! Nein, wir rennen weg! Scheiße! Nein, lass es doch einfach! Wir schmecken nicht lecker, wir sind doch nur ein kleines Toastbrot. Renn, renn, run, 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 run. Hey, wisst ihr was? Wir verstecken uns einfach hier in den Schrank nochmal. Vielleicht geht er dann nochmal raus. Schnell rein da! Ah, dankeschön. Aber bitte weiß er nicht, wo wir sind. Oder? Weiß er das? Oh oh, weißt du jetzt, wo wir sind? Du kannst uns nicht aus dem Schrank ziehen. Nein, das kannst du nicht. Er weiß, wo wir sind? Oh mein Gott. Puh, ich habe gerade keine Taschentücher hier. Ja, geh einfach weg. Los, geh shoppen. Geh irgendwo anders hinlaufen. Hier ist doch gar keiner. Hier ist noch nicht mal ein kleines Toastbrot. Nein. Ey, ich weiß nicht, aber irgendwas hat noch neben den Tresen geblinkt. Deswegen möchte ich da noch mal kurz hingehen. Vielleicht war das ja von Bedeutung. Ist das ein Mensch, frage ich mich eigentlich. Weil der gerade so eine Schuhe anhatte, oder? Egal. Warum frage ich mich das überhaupt? Ey, du weißt schon, dass du meine LP-Zeit wegnimmst, ne? Aber er weiß, dass wir hier sind, deswegen geht er nicht weg. Er weiß ganz genau, dass wir hier in dieser Ecke sind. Wow, was für ein schlaues Tierchen. Willst du jetzt einen Schokobon von mir oder was? Als Belohnung. Oh, wenn nicht, rennen wir einfach ganz schnell da durch. Ich weiß nicht, aber ich will nicht so viel infiziert werden, weil ich möchte nicht, dass es wieder so knapp wird wie beim letzten Szenario. Dass ich da wirklich schon fast abgekriegt. Ah, der geht weg. Gut, das müssen wir nutzen. Wir gehen, also wir gehen, wir rennen. Jetzt ganz schnell hier hin. Hier blinkte nämlich noch was. Nein, hier neben. Was ein Referenzmaterial. Lesen Sie den Text jetzt hier? Okay, warten wir. Irgendwas hat uns wieder angegriffen. Der Typ ist da. Wir müssen wieder gehen. Okay, in diesem Raum haben wir alles. Wir müssen uns merken. Also wir schauen mal gleich auf die Karte, welches Zimmer das war. Und dann, genau, müssen wir uns das einprägen. Einprägen. Hirn amputiert ins Gehirn rein. Bringen. Not gonna happen. Wer redet hier? Ey, die Egel, die Egel? Ih, der klebt an mir! Was soll die Kacke? Wieso kleben diese ekligen Blutegel? Aber der ist cool. Wie heißt der, David? Der weiß, wie man Dings hier macht. Wie man cool schießt. Ey, ich werde doch jetzt nicht mein ganzes... gehst du dich mal kacken hier? Endlich haben wir dich verloren. Wir gehen jetzt mal kurz in diese Tür rein. Ruheraum. Oh, da können wir jetzt schick schlafen und uns ausruhen. Perfekt für mich. Ich bin gerade irgendwie müde geworden. Ich weiß auch nicht. Schlafenszeit. Kann mir jemand ein Schlaflied singen? Danke. Nein. Oh, hier gibt es sogar eine Schreibmaschine. Was ist hier? Eine Leiche. Ein Leichensack. Den öffne ich lieber nicht. Wieso nicht? Vielleicht kommt da Uri Geller raus. Sicherlich für Autopsien. Nein, sondern für meine Oma. Damit kocht meine Oma immer. Zur Aufbewahrung von Leichen. Das öffne ich lieber nicht. Ja, wieso nicht? Willst du nicht mal eine Leiche sehen? So live, so... Erste-Hilfe-Spray. Ja, das nehmen wir uns, das Erste-Hilfe-Spray. Das nehmen wir jetzt auch sofort ein. Was? Ich spiele gerade mal ein paar Minuten und schon bin ich über 21% infiziert? Geht's noch? Hallo? Das ist ja scheiße. Ey, das ist wirklich scheiße. Was gibt's hier? Da ist Haarwuchsmittel. Mitnehmen. Ja. Wow, also hier gibt's auch wieder sehr viele Spezialobjekte. Hier gibt's nochmal einen Schrank. Den werden wir ausplündern. Was gibt's hier? Achso, hier kann man sich drin verstecken. Oh oh, wenn man sich hier drin verstecken kann, heißt es vielleicht, dass hier auch Zombies reinkommen können. Wir werden jetzt aber mal speichern. Ja, eine beliebige Spielspeichern. Yo. Okay. Was? Wie bitte? Ja, Spielspeichern. Ach so, du Scheißhaufen. Wartet mal, Leute, ich muss mal kurz die Memory Card einstecken. Das war richtig. So, das müsste jetzt eigentlich gehen. Es gibt bereits Szenar... Ach so, ja, überschreiben. Entschuldigung für diese kleine Unterbrechung.
Das wusste ich nicht, dass ich meine Memory Card hier irgendwie nur zur Hälfte reingesteckt hatte. Oh, zur Hälfte reingesteckt hatte. Was für ein böses Wort, für was für böse Gedanken die meisten jetzt wieder haben. Das weiß ich nämlich. Okay, Entschuldigung. Ich weiß auch nicht. Meine Nase. Das kommt einfach davon wegen meiner Nase. Ich gebe jetzt die ganze Schuld meiner Nase. Genau. Ih, diese, wie heißen die? Die werden uns nicht anspringen. Ihr werdet euch nicht anspringen. Was ist hier? Hier ist eine Tür, hier ist ein Zombie! Du hast mich erschreckt. Du hast mich sowas von erschreckt. Headshot. Headshot. Verpiss dich. Oh Mann. Ich finde es voll scheiße, dass du mich einfach so angreifst. Weißt du das eigentlich? Der kann nicht richtig zielen. David, du bist ein bisschen scheiße. Ich mag deine Zielart nicht. Hast du den hier getroffen jetzt? Nee, der ist nur bewusstlos, oder? Da hinten läuft Cindy schön durch die Gegend. Ach egal, ich verwende meine Munition nicht. Ich verschwende. Okay, hier gab's noch nicht mal was. Ist ja auch toll. Oh. Die Tür ist verschlossen. Ich brauche eine Schlüsselkarte. Ach, wie immer. Mann, geh doch mir aus dem Weg. Ich hasse diese Scheiß. Oh Gott! Nein! Leute, ich glaube, ich muss langsam neu laden. Was soll die Kacke? Wir werden hier gerade angegriffen wieder von diesem Schlangenmann. Geh weg, geh weg. Ich gehe in den Fahrstuhl rein. Ich gehe in den Fahrstuhl rein. Geh in den Fahrstuhl rein. Mann, nein, ich will in den Fahrstuhl rein. Das ist unfair. Ich will in den Fahrstuhl rein. Mann, nein. Bist du behindert? Ey, ich hau dir gleich eine rein. So, ich habe mich eingekriegt. Diese letzten Sekunden waren bei euch für... waren für erstes Obergeschoss. Diese Ärztestation... Diese paar Minuten waren für euch bestimmt grausam, weil ihr mich nur schreien gehört habt und in Panik gemerkt habt. Nein, die meisten werden mich jetzt auslachen. Ihr seid alle nämlich so gemein. Ja! Hey! Noch besser geht's nicht, oder? Da komme ich aus dem Teil raus und dann... Nö! Ey, du kannst mich anpissen, weißt du das? Ich piss dir sowas von ins Gesicht. Jetzt komm her. Ich krieg dich. Wo bist du? Sterb. So. Ey, da kommt man aus dem... Da kommt man so richtig schön aus dem... Wie heißt das nochmal? So, bis du tot bist. Aus dem... Wie heißt das? Puh. Ist er tot? Gut. Da kommt man so richtig schön aus dem Fahrstuhl raus. Und dann plötzlich greift er noch so ein Typ an. Was ist hier? Gar nichts? Ey, was haben wir denn hier? Unordnung im Wartungszimmer. Ey, da kann man doch hin. Genau. Pistolenmunition. Wohl der Schrank eines Arztes. Er ist fest verschlossen. Puh, das ist kacke. Aber jetzt werden wir erstmal nachladen. Wieso habe ich eigentlich immer noch dieses scheiß Tagebuch dabei? Kann mir das mal jemand bitte sagen? Obwohl, nee, sagt es mir nicht. Dann spoilert ihr. Was? Aber die Möbel? Ja, aber hier liegt doch so eine Leiche. Sagst du nichts zu der Leiche? Pff, du bist ja auch lustig. Nein! Nein! Ey, du bist scheiße! Du bist sowas von scheiße, weißt du das? Virus-Gegenmittel? Groß, gut, das ist gut. Wir sind nämlich von Anfang an schon infiziert. So, Leute, wir spielen jetzt Verstecken. Viel Spaß! Du. Nein, fahren genau. Hasch mich! Los, komm, krieg mich. Guck mal, wo ich bin. Wir rennen um den Tisch. Oder nein, guck mal, da ist jemand reingekommen. Jim oder so. Greif Jim an, genau. Greif Jim an. Wo ist Jim eigentlich hingegangen? Ach, scheißen wir drauf. Wir rennen einfach durch. Wir rennen durch, weil wir wollen in dieses Zimmer. Dankeschön, danke. Was ist das für ein Zimmer? Ein Büro. Oh, wir lieben Büroarbeit. Wartet mal, wir hatten eine Notiz auch bekommen, die neben den Passcode-Teil da war. Was ist da? Was ist das hier? Rote Chemikalien-Code-Nummer. Hier gibt's... Okay. Die Vorhänge sind zu. Ich kann im Zimmer nichts erkennen. Du brauchst auch nichts zu sehen, weißt du? Lauter medizinische Diagramme. Was ist das? Nein, ein Erste-Hilfe-Spray brauchen wir jetzt nicht. Hier ist ein Computer. Hier ist ein Computer. Hier sind Blutegel, die mir auf den Sack gehen. Was bitte? Hier gibt es sogar noch eine Tür. Es zieht sich immer weiter hinaus. Eingangshalle. Eingangshalle. Wartet mal, Leute. Wir können ja versuchen, diesen Passcode, den wir eben bekommen haben, oben zum Dings schreiben. Oh, hier kommt gruselige Musik.
Leute, tun wir das, was ich gerade gesagt habe. Wir werden später hier hinkommen. Obwohl, wenn wir jetzt schon hier sind. Sind hier aber Zombies? Nee. Obwohl, ich höre Zombies. Stabile Roulade. Ah! Wo? Du hast mich gerade erschreckt, weißt du das? Du bist voll gemein, ey. Ey, ich kann nicht mehr. Ich bin übertrieben schreckhaft jetzt gerade. Das kommt davon, wenn man so spät solche Spiele spielt. Boah, 22 Uhr ist hier schon voll spät. Voll gruselig. Okay, wir rennen nochmal durch. Wir rennen zurück. Wir werden jetzt nochmal zu diesem Passcode-Zimmer gehen, da wo wir uns versteckt hatten. Das war im ersten Untergeschoss, wenn ich mich noch richtig erinnere. Da werden wir dann jetzt diesen Passcode eingeben und mal schauen, was dann passiert, ob das der richtige ist. Weil da stand irgendwas mit Chemikalien oder so, also pff, braucht mich nicht zu fragen, was das ist. Auf jeden Fall, liegt hier noch was? Nee, nur das blaue Kraut, egal. Rufen Sie den Aufzug, yo. Wir gehen mit dem Aufzug schön spazieren. Was ich bescheuert finde, ist, dass wir... Im ersten Untergeschoss war doch auch so ein Teil, Oh nee, Leute, ich mach gleich einen Cut und dann putze ich mir die Nase und hol mir hier so eine Taschentücherpackung neben mir, damit ich dann nicht mehr so schniefen muss. Denn ihr habt Ohrenkrebs schon davon, das weiß ich ganz genau. Das hört sich einfach nur schrecklich an. Süß, hier springen ja wieder solche kleinen Blutegelchen. Wartet mal, bin ich hier überhaupt richtig? Boah, jetzt bin ich total verpeilt. Warte, im Ruheraum konnten wir speichern. Genau das werden wir jetzt auch tun. Und wenn ich verkackt habe, darf ich das Ganze nochmal von Anfang spielen. Geil, oder? Naja, egal. Spät speichern, yo. Die Daten wurden gespeichert. Das freut mich. So, jetzt müssen wir zurückgehen. In diesen Zimmer da. Genau, das müsste hier sein. Wir müssen jetzt einfach nur hier den Gang lang. Genau, auf zu Kontrollraum. Das müsste der sein. Und ich habe gerade meine eigene Radioshow gemacht. Yeah! Jetzt freuen wir uns alle gar nicht, denn ihr seid jetzt gestorben. Ich habe euch getötet. Muhahaha. Mahu. Oder sind wir richtig? Sind wir richtig? Merken wir uns, wie dieser Passcode war? Schauen wir mal kurz nach. Nee. Anschuldigung. Tagebuch eines Pflegers. Nein, das ist es nicht. Aff. Jetzt wollte ich gerade ein böses Wort sagen. Was ich aber nicht tun werde. Boah, ey. Das ist ja scheiße. Nö, okay, Leute. Dann müssen wir das anders machen. Wir sind schon über 30% infiziert. Was soll die Scheiße? So, können wir hier drin jetzt das machen? Ja, das ist sehr gut. Dann haben wir hier nämlich alle Ruhe. In aller Zeit alle Ruhe. Teil einer Notiz. Genau, zum Glück habe ich hier gerade einen Stift. 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5? Wartet mal. Das kann ich selbst mir merken. Geben wir das mal kurz ein. Also erstmal raus hier. Aus unserem kühnen Versteck der treue Helden. 2, 3, 4, 1. So, was war das? 2, 3, 4, 5. Komm schon. Falscher Passcode! Ah, scheiße. Dann ist es doch nicht so, wie ich es mir gedacht hatte. Dann müssen wir nochmal raus. Boah, ja, lasst mich einfach in Ruhe. Geht einfach mal kacken. Denn ihr seid fürs Kacken geboren. Oder greift andere an. Greift Illuminaten an. Oder Enten, die hier irgendwie imaginär durch die Gegend rumfliegen, weil ich imaginäre Freunde habe. Oder mir imaginäre Freunde suche oder erfinde oder whatever. Wo sind wir? Achso, genau, jetzt.